An @C3Lingo, C3Lingo oder unter dem Hashtag C3T. Willkommen Marius, der hier diesen Talk halten wird. Applaus aus dem Saal. All right. Okay, danke für die Einführung. Ich bin Marius und ich werde heute über Avatar 2 sprechen. Ich habe das als Teil von meinem PhD entwickelt. Und wenn ich Avatar sage, dann meine ich nicht den Film oder den Anime. Schauen wir mal, wie ich euch das erzählen will. Zuerst möchte ich euch etwas über Firmware-Analyse ganz grundsätzlich erzählen und dann die Tooling-Landschaft anschauen, was andere machen, was sie gemacht haben. Dann will ich die High-Level-Konzepte von meinem Framework vorstellen und am Ende werde ich ein paar Beispiele zeigen, welche darlegen, wie das Framework benutzt werden kann und benutzt wird. Also, Firmware-Analysieren. Warum sind wir überhaupt daran interessiert, die Firmware von Embedded Devices zu analysieren? Es hat immer wie mehr, jeden Tag, wegen dem Internet of Things und überhaupt. Am Ende sind das einfach miteinander verbundene Geräte. Und Fehlkonfigurationen und Bugs und Vulnerabilities sind sehr, sehr verbreitet. Und die meisten davon sind eben solche Fehlkonfigurationen und sogenannte Low-Hanging Fruits. Ein Fehler auf dem Webserver oder halt einfache Bugs in den Webservern, die dort verwendet werden. Aber wir hoffen, dass wir in der Zukunft, dass sich das ändert in der Zukunft und dass die Verkäufer dieser Devices das besser machen und dass wir dann anfangen müssen, halt kompliziertere Bugs finden, welche da vorhanden sein werden. Aber wenn wir solche komplexen Fehler-Bugs finden wollen, dann brauchen wir auch bessere Tools. Natürlich, wir können uns hinsetzen und da den langen Weg machen und das Ganze Bit für Bit reverse engineeren, aber es geht besser mit Tools. Aber speziell im Vergleich zu Desktop-Systemen gibt es hier einige zusätzliche Herausforderungen. Und zwar gibt es ein sehr großes Spektrum an verschiedenen Plattformen, welche ihre eigenen Speicherlayouts und Zusatzgeräte haben. Und das hängt dann kann von weiteren Geräten abhängen. Es gibt keine Abstraktionen auf dem Level des Betriebssystems. Viele davon verwenden eine Version von Linux oder haben ihre eigene Firmware, die direkt nur für diese Systeme gebaut wurde. In vielen Fällen werden die Interaktionen mit der Hardware direkt in der Firmware eingebettet und sind nicht Teil der Hardware. Und das schafft zusätzliche Probleme. Wenn die Firmware mit der Hardware interagiert, dann kann das über Memory Mapped I/O geschehen oder über Interrupts. Und wir müssen all diese verschiedenen Varianten analysieren in unserem Tooling. Und zudem zu den ganzen gibt es noch einen Riesenhaufen unterschiedlicher Architekturen. Nicht nur verschiedene Verkäufer und Plattformen, sondern Architekturen. ARM, MIPS, PowerPC, Spark, alles Mögliche. Und jetzt einfach ein Beispiel, das müsst ihr nicht lesen können. Das sind nur die Mikroarchitekturen, welche von ARM definiert wurden. Und das ist nur ARM selber. Keine Drittpartei-Verkäufer, welche für ARM System on Chips designen.
Das sind 30 verschiedene Mikroarchitekturen, alle mit kleinen, wirklich kleinen Unterschieden in ihrer Mikroarchitektur, was relativ schwierig ist in einem allgemeinen Tool für alle zusammen. Es gibt auch noch ein paar mehr Probleme, die wir, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Auf Desktop-Systemen ist es häufig mit Instrumentation gelöst. Man schaut sich an, was passiert während der Laufzeit, zum Beispiel mit Hooks in Funktionen und so weiter. Bei Mikrocontroller ist es ein bisschen schwieriger, weil es fehlende Abstraktionen durch das Betriebssystem kommen. Die Abstraktion durch das Betriebssystem fehlt. Außerdem können wir nicht direkt auf der Embedded Device immer debuggen können. Außerdem kann es sein, dass die Firmware durch den Hersteller verschlüsselt ist oder signiert, sodass man sie nicht ändern kann. Außerdem, die Emulation der Instruktionen kann auch sehr schwierig sein. Auf dem Desktop ist das alles durch das Betriebssystem geregelt mit der Hardware-Interaktion und so weiter. Bei Embedded Devices, bei Mikrocontrollern ist das nicht so, weil es viele verschiedene Zusatzgeräte gibt, die man nicht allgemein emulieren könnte. Oder es jedenfalls viel Implementationsaufwand wäre. Außerdem ist es auch schwer herauszufinden, wenn es ein Memory Fault gibt, also wenn es invalide Adressen gelesen werden oder so. Error handling of the glibc for heap corruptions and so on. Zum Beispiel kriegen wir auf dem Desktop sowas wie heap corruption Warnungen, wenn wir mit der glibc arbeiten und die glibc merkt, dass wir den heap corrupted haben. Und das ist auf embedded devices nicht so, weil auf den embedded devices gibt's meistens gar keine glibc. Die Libcs sind da einfach viel kleiner. Viele dieser Geräte haben vielleicht noch nicht mal eine Memory Management Unit, was überhaupt erst das Konzept von falschen Speicherzugriffen geben kann. Das heißt, vielleicht wird die Firmware einfach weiter ausführen, obwohl wir das Programm korrumpiert haben. Viele der Firmwares laufen einfach kontinuierlich immer weiter und updated den State. Und werden diesen Main Loop bestimmen, diese Hauptschleife kontrollieren. Wenn wir statische Analysen durchführen wollen, dann müssen wir rausfinden, wo diese Interrupts gehandelt werden. Und es gibt viele Architekturen und die haben einen Haufen kleine Unterschiede, welche nur auf dieser genauen Architektur so sind und dann kann es sogar passieren, dass von Kern zu Kern bei ARM die Instruktionen leicht unterschiedlich sind. Und das zeigt die Herausforderungen, welche es hier gibt. Und darum schauen wir jetzt mal hin, was es bereits gibt an Tools. Und aufgrund dieser Herausforderungen ist die Landschaft an Tools deutlich, deutlich kleiner. Gerade im Vergleich zu Desktop-Applikationen. Und während es für Desktop viele gibt, dann kann man sie nicht zwingend auf die Embedded Devices anwenden, weil sie machen Annahmen über die Umgebung, in der sie laufen, welche nicht zwingend wahr bleiben. Und es ist halt schwierig, vorherzusagen, wie sich die angehängten Geräte und die Interrupts verhalten werden. So, obviously, this is not a comprehensive list, but gives a glimpse of what have been done and what kind of different. Und darum möchte ich eine Liste zeigen, was es gibt. Das ist keine vollständige Liste,
aber es gibt mal einen Einblick. PHY ist für die MSP 430 Firmware und das ist basiert auf Clay. Und das funktioniert über die Zwischenrepräsentation, welche von LLVM generiert wird. Und das macht eine explizite Analyse. Es analysiert das Memory und die Interrupt-Spezifikation. Und diese Memory-Spezifikation gibt vor, auch wie sich das Memory verhalten soll, wenn davon gelesen oder darauf geschrieben wird. Und das abstrahiert und emuliert so eine einen Memory Controller. Die Interrupt-Spezifikation, naja, das gibt halt an, wann es Interrupts geben könnte und wann und welcher Interrupt-Handler ausgeführt werden sollte. Und während das tolle Arbeit ist und keine physische Device vorgeben würde, muss man dazu den Source Code der Firmware haben, weil das ist so, wie halt Clay funktioniert. Leider ist der Source Code meistens nicht verfügbar, wenn wir Firmware analysieren wollen. Also schauen wir uns doch mal, wie man Binäranalysen machen kann. Da gibt es zuerst mal Firmadyne. Das ist ein Binary Analyzer, der auf QEMU basiert. Das ist ein voller Systememulator. Damit kann man. Genau, der wird in diesem Kontext als voller Systememulator verwendet. Der kann einen Haufen Systeme emulieren und damit auch einen Haufen Hardware-Boards emulieren. Spezifisch zielt Firmadyne auf ARM und MIPS-Firmware und benutzt einen modifizierten Linux-Kernel. Es nimmt also eine Linux-Firmware, führt die in QEMU aus und erlaubt damit automatisierte Analysen von Webseiten und SNMP-Implementationen und man kann damit auch mit bekannten Exploits automatische Tests durchführen. Und daran ist auch ganz interessant, dass ein Haufen Exploits, die auf einer Device existieren können, verbreitet werden und wiederverwendet werden in anderen Devices. Und es gibt entsprechend, und das bedeutet, dass es eine große geteilte Codebasis gibt zwischen den Linux-Firmwares. Das funktioniert aber leider nur mit Linux-basierter Firmware, wenn die keine zu spezifischen Kernel-Module verwenden. Wenn sie zwingend spezifische Kernel-Module für Hardware-Interaktion braucht und spezifische Peripherals hat, dann kann man die nicht emulieren und dann funktioniert Firmadyne nicht. Ein weiteres spannendes Projekt, das dieses Jahr rauskam, ist LuaQEMU. Das ist, wie der Name schon sagt, auf QEMU basiert, ist noch ein Work in Progress. Und das Beispiel, das mit dem Tool veröffentlicht wurde, zielt auf BCM 4355 Firmware. Und das ist ein Chip, der in einem Haufen von Smartphones verwendet wird. Und mit diesem Tool kann man Boards mit Lua prototypisch bauen und man hat damit auch Kapazitäten, um zu instrumentieren und automatisieren. Leider emuliert dass die Firmware nur und da viel Hardware-Interaktion passiert, vor allem in der Initialisierung,
Deswegen führt das dazu, dass es viel Versuch und Fehler geben muss, damit man das überhaupt hinbekommt. Das letzte Werkzeug, was ich euch vorstellen möchte, ist Avatar. Wie ihr vielleicht schon gedacht habt, wenn ich über Avatar 2 rede, gab es vielleicht schon ein erstes Avatar. Dieses Werkzeug war auf S2E basiert, was eine Mischung aus QEMU und Clay war, was selber dann es benutzt OpenCDD und GDB und funktioniert auf ARM-Hardware. Das heißt, dass die Firmware selber auf der echten Hardware laufen und ein bisschen davon auch im Emulator. Bestimmte Hardware-Anfragen werden auf die echte physische auf das echte physische Gerät umgeleitet. Außerdem erlaubt es Avatar, dass man anfangen kann, auf dem echten Gerät zu laufen und dann den Status auf den Emulator zu übertragen, um die Ausführung des Programms auf dem Emulator weiterzuführen. Das heißt, man kann alle Initialisierungsfunktionen übersprungen, indem man sie auf dem Board ausführt und dann den Hauptteil nur analysieren. Außerdem können wir mit Clay auch symbolisch ausführen, was hilfreich ist. Leider war Avatar 1 sehr an die S²E-Infrastruktur angebunden und dass die partielle Emulation tatsächlich das echte Gerät benötigt hat. So, was können wir jetzt hier sehen? All diese Tools fokussieren hauptsächlich auf die ARM-Architektur. Außerdem benutzen die meisten dieser Tools die QEMU-Emulations-Framework. Das heißt, dass leider diese Frameworks sehr stark an die QEMU gebunden sind. Das heißt, es ist ein bisschen schwierig, den Status des Emulators in ein anderes Tool reinzubekommen. Und dieses Problem, diesen Status zwischen den Analysierern hin und her zu kriegen, ist die Motivation für die Avatar 2 Framework. Framework for dynamic multi-target orchestration and instrumentation. We will see what this means with live demos later on. Und Avatar 2 will damit Firmware-Analyse auf Multi-Target-Automatisierung machen. Es ist Python-basiert. Wir haben das Juni dieses Jahres veröffentlicht. Das ist ziemlich neu. Es ist ein Forschungsprojekt. Wir versuchen, eine saubere und benutzbare Codebasis zu haben, aber stellenweise kann das Zeug etwas fragil sein. Im Vergleich mit Avatar 1 haben wir es komplett neu designt und neu implementiert für bessere Benutzbarkeit und bessere Abstraktionen der Ziele. Es wird spezifisch von der Software and System Security Group bei Eurecom entwickelt und zwar von Marius Münch, David Nisi und hier war ich nicht schnell genug. Die Hauptziele, als wir angefangen haben, Avatar 2 zu schreiben, war dass wir die Ziele automatisieren können, dass wir Ausführung und Speicher separieren können und dass wir Status transferieren und synchronisieren können. Abstractions inside Python. Those targets could be anything. Debuggers, emulators, other frameworks. Diese Ziele können alles sein. Debuggers, Emulatoren, Geräte, und wir wollen einfach fähig sein, neue Ziele hinzuzufügen. Wir wollen eine klare Trennung eben zwischen Ausführung und Speicher, weil das ist das Haupt
die Hauptanforderung, die wir haben, damit wir Input-Output-Forwarding und Remote Memory haben kann, damit wir die Analyse auf einem Gerät und den Speicher auf einem anderen Gerät haben können. Und dann ist es noch wichtig, dass wir den Zustand transferieren können, weil auch wenn wir die Analyse auf einem bestimmten Ziel starten, wollen wir diese nicht zwingend lokal behalten können. Eventuell wollen wir ja von einer Embedded Device zu einem Emulator wechseln. Und dazu brauchen wir einfache Wege, um den State zu transferieren. Und am Schluss kommen wir bei einem Framework an, das aus vier Komponenten besteht. Dem Avatar 2 Core, das ist eine Python-Library, und das ist das Hauptinterface zwischen dem analysierten und dem zu analysierenden Gerät. Dann haben wir die Ziele und dann haben wir noch die Endpoints. Endpoints sind da alles Emulatoren, Debugger, Frameworks, aber die Ziele und die Endpoints sprechen nicht direkt miteinander. Die werden verbunden über ein Layer aus sogenannten Protokollen. Das können wir hier sehen. Wir haben den Avatar 2 Core oben auf dem Bild und dann haben wir die Toggles und die sprechen via Ausführungsprotokoll, Speicherprotokoll, Registerprotokoll mit dem eigentlichen Endpoint. Die Idee, warum wir das machen, ist ziemlich einfach. Viele Tools kommunizieren auf ähnliche Art. Sowohl QEMU und noch eines bieten einen GDB Interface an, um die Software, die zu analysieren ist, mit ihr zu interagieren. Und indem wir die Protokolle aufteilen in diese Bereiche wie Ausführung und Speicher, erlauben wir da eine saubere Trennung zwischen den verschiedenen Konzepten in der Ausführung. Sprechen wir jetzt mal von den umgesetzten Zielen. Das könnte auch ein kurzes Kenne deine Open Source Logos sein. Hier ist das Logo von GDB. Das ist der Archerfish, der spuckt mit Wasser, der schießt mit Wasser, das er spuckt, einzelne Bugs ab, und damit er sie essen kann. Unten links haben wir QEMU. Das ist der Full System Emulator, von dem wir schon gesprochen haben. Oben rechts ist Panda, das ist ein Reverse Engineering Framework basierend auf QEMU, welches wiederholbares Reverse Engineering ermöglichen will. Es tut das, indem es basically den ganzen nicht deterministischen I.O. aufzeichnet und diesen dann wieder abspielen kann zu einem späteren Zeitpunkt aufbauend auf demselben Initialisierungszustand. Der Vorteil, das so zu tun, ist, dass der resultierende Speicherfußabdruck eines solches Recordings sehr klein ist gegenüber all den Trices. Panda hat zudem ein Plugin-System, welches ermöglicht, zusätzliche Funktionen zu QEMU hinzuzufügen. Das letzte Tool auf der Slide ist das Anger Framework, was im Moment noch entwickelt wird veröffentlicht wird, beziehungsweise in den öffentlichen Branch gemerged soon, also bald. Das ist ein symbolisches Ausführungsframework, welches sehr mächtige Fähigkeiten zur symbolischen Ausführung ermöglicht. Etwas habe ich noch vergessen. Wir unterstützen noch ein fünftes Ziel, das noch nicht repräsentiert ist, und das ist OpenOCD.
ein Tool, mit dem man mit JTAG-Interfaces sprechen kann, um mit ihnen, um darüber mit Embedded Devices zu sprechen. JTAG ist der Debugging-Port, der auf vielen Embedded Devices vorhanden ist, den wir dann verwenden können, um dynamisch die Firmware auf diesem Target zu analysieren. Wie wir es auch schon davor gesehen haben, viele dieser Tools sind auf QEMU basiert. Das heißt, wenn wir mit denen einfach integrieren wollen, um sie in das Avatar-System einzubinden, ist, dass wir, sollten wir QEMU an uns anpassen. Das haben wir getan. Diese Änderungen sind in einem einfachen Unterverzeichnis unseres Source Codes. Das heißt, es sollte relativ einfach sein, einen neuen QEMU-basierten Ziel von Avatar zu machen. Was haben wir noch hinzugefügt? Wir haben eine konfigurierbare Maschine hinzugefügt. Damit können wir mit Lua eine Maschine beschreiben, die Konfiguration der Hardware ist in einer JSON-Datei geschrieben, die von Avatar ausgespuckt worden ist, was der Entwickler dann in Python geschrieben hatte. Außerdem gibt es ein zusätzliches Gerät in QEMU, nämlich Avatar Peripheral. Es ist quasi einfach ein Protokoll, mit dem man neue Geräte hinzufügen kann. Damit kann man dann die Speicherzugriffe weiterleiten kann. Mit diesen weitergeleiteten Zugriffen muss man dann kann man zum Beispiel an die echte Hardware weiterleiten. Was wir auch noch für Avatar 2 gemacht haben, ist, wir haben es architekturunabhängig geschrieben. Das heißt, wir haben ein Unterverzeichnis, was einfach mit Plattform-Abstraktionen sich beschäftigt. Das heißt, wir haben zurzeit für ARM, für x86 und x86-64 Abstraktionen. Und wir entwickeln auch gerade einen MIPS, etwas für die MIPS-Architektur. Wir JSON-File needed for the QEMU configure machine. Wir haben auch eine besondere Speicherlayout, um Dinge herumzuschieben. Man kann Peripherals auch direkt in Python definieren und diese so modellieren. Wenn man ein Peripheral will, das immer die gleichen Werte zurückgibt, kann man das auch machen. Man kann es auch dynamisch haben. Zudem wollen wir den Avatar 2-Kern so klein wie möglich halten. Gleichzeitig muss man bei einer Analyse viele verschiedene Tasks machen. Und um das einfacher zu machen und zu ermöglichen, bauen wir ein flexibles Plugin-System. Da hat es schon ein paar Beispiel-Plugins. Es gibt ein Orchestration-Plugin, welches automatisch die Ausführung von Zielen ausführt. Wenn man ein Avatar-Script schreibt, dann wird man explizit, wenn was passiert, in dem Script schreiben. Im Orchestration-Setting definiert man nur Übergänge und das Avatar-System, das Plugin, kann dann den Zustand gemäß diesen Übergängen anpassen. Wir haben auch einen Instruction Forwarder, der kann mit nicht emulierten Anweisungen umgehen. Und wenn Avatar so eine Instruktion findet, dann wird er sie nicht im Emulator ausführen, sondern auf der Device, damit der Zustand mindestens dort entsprechend angepasst wird. Nach diesem ganzen High-Level darüber reden, gehen wir mal zu den Beispielen. Ich werde euch zwei
Anwendungsfälle zeigen, bei denen Avatar als dynamisches Analyse- und Orchestrierungsframework verwendet wurde. Wenn ihr ein Avatar-Script schreiben wollt, dann müsst ihr 3 oder 4 Sachen machen normalerweise. Ihr müsst das Haupt-Avatar-Objekt erstellen. Ihr müsst ein Set von Zielen, mit denen ihr euch in der Analyse befassen wollt, definieren. Optional müsst ihr, wenn ihr mehrere Targets oder ein QEMU-basiertes Target habt, müsst ihr das Memory-Layout definieren und dann müsst ihr einen Ausführungsplan spezifizieren. So, Demo. Beginnen wir mit etwas Einfachem. Und zwar die Hello World Demonstration. Wir haben hier ein ausführbares Datei, die heißt a.out. Das ist ein Python-Script. Und wir haben ein Python-Script, Hello World.py. Das sieht man hier. Wenn wir a.out ausführen, dann exit es einfach mit dem Fehlercode 42 und nichts passiert. Und im Python-Script sehen wir die ganze Orchestrierung und Analyse. Wir definieren ein Avatar-Objekt mit der Architektur. Wir kreieren das entsprechende Target, das ist in dem Fall GDB. Open as a subprocess the endpoint, the GDB server, where wir fügen das Target nicht nur hinzu, sondern wir öffnen gerade den GDB server. Und dieser GDB server wird einfach das a.out ausführen. Wir initialisieren das Ziel, das verbindet uns direkt mit dem Endpoint und führt die ganze Initialisierung aus. Und dann haben wir hier den Shellcode, den wir einfügen wollen. Dieser Shellcode macht nichts anderes, als ein simples Hello World auszuführen auf Standard Out. Basically, syscall write Hello World. Hier ist das Interessante, wir instrumentieren GDB von außen, wir instruieren es, dass es Speicher an den Instruction Pointer schreiben soll, das hat die Länge vom Shellcode, ist der Shellcode und ist Raw Memory. Und anschließend wollen wir unsere Ausführung weiterführen. Wir führen das aus. Wir haben Hello World als Output. Das ist eine simple Demo, die Instrumentierungskapazitäten von Avatar 2 demonstriert. Und insbesondere, was ich daran toll finde, ist die Möglichkeit, GDB von außen zu scripten, ohne dass man ein Python-Script innerhalb von GDB ausführen müsste. Auf der rechten Seite kann man direkt die volle Analyse zentralisiert an einem Ort sehen. Fahren wir weiter mit der Binär-Instrumentation auf einem echten Target weiter. Als unser echtes Ziel wählen wir Harvey aus. Das ist ein PLC-Rootkit, das letztes Jahr an der NDSS präsentiert wurde. Und das basiert auf Code Injection via JTAG. Das PLC hat selber mehrere Boards. So. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Hier sind wir. Das ist der PLC, was wir relativ schnell an- und ausschalten können. War das der richtige? Okay, tut mir leid. Ich habe vergessen, es vorher zu tun. So, this demo is very fragile. Diese Demonstration ist ziemlich, but here we basically have, geht ziemlich schnell kaputt. PLC starting to boot. We see several boards here. Wir sehen hier mehrere Boards. Hier auf der Seite sehen wir ein menschliches Interface, zum Beispiel für SD-Karten, USB-Karten und so weiter. Hier oben sehen wir
IOs for this programmable logic controller. So here you can connect the different IOs. Hier oben haben wir Input-Output-Dinge, die man verbinden kann. Hier sieht man, dass es keine IOs erkannt hat, deswegen sind all die LEDs aus sind. Das Spezielle an diesem Board ist, dass man dass der Cortex-M3-Prozessor, der sich hauptsächlich mit Aktualisierung, mit Updates mit von der äußeren Welt beschäftigt. Dieser M3-Prozessor hat freundlicherweise auch einen aktivierten JTAG-Port. Das heißt, wir können hier einfach etwas ranlöten und haben uns mit diesem Chip verbunden. Das führt uns zu dieser Demo. Dieses Gerät ist besonders interessant, weil einige Teile der Firmware innerhalb von SRAM drin sind. Und die Firmware in den SRAM geladen ist. Das heißt, dass wir diese Teile der Firmware instrumentieren können. Was wir auch getan haben, indem wir den Proof of Concept von Harvey neu implementiert haben. Hier machen wir einfach wieder das Gleiche. Wir kreieren das Avatar-Objekt, laden das Assembler-Plugin, setzen das OCD-Target, setzen einen Breakpoint an der Hauptschleife, weil wir die Initialisierungsfunktion überspringen wollen. Wir führen die Ausführung fort, bis wir zum Breakpoint kommen. Das wird vom Wait gemacht. Und dann fügen wir unseren eigenen Assembly-Code ein. Das ist bloß eine Proof-of-Concept-Implementation, keine volle Implementierung, aber es wird schon zeigen, dass wir die Ausführung woanders hinbringen können, sodass das menschliche Interface denkt, dass andere Inputs kommen. Wir machen das, indem wir in einen Interrupt-Händler reinhucken, welcher häufig aufgerufen wird, und daraus den Zustand verändern. Lass uns schauen, ob das funktioniert. Wir versuchen, sowohl Python 2 und Python 3 kompatiblen Code zu haben. Also lasst uns mal hier Python 3 verwenden. Also hier schaut mal. Die Kamera ist jetzt aus, also kann ich es euch nicht zeigen. Aber hier hat es angefangen zu blinken. Das heißt, dass Input da ist, aber hier sieht man deutlich, dass Input kein da ist. Ich habe hier noch ein Bild hinzugefügt, nur falls die Demo nicht funktioniert. Lasst uns jetzt zum nächsten Beispiel fortschreiben. Hier geht es um Fault Detection. Dieses Beispiel ist Part vom What you corrupt is not what you crash, also was man korrumpiert, ist nicht das, was man crasht. In diesem Vortrag schauen wir uns das Ganze in mehr Detail an, da könnt ihr euch das nachschauen. Hier schauen wir, wie wir diese Devices ein bisschen fassen können, aber ein weiteres Problem von Fuzz-Testing hier ist die Skalierbarkeit, weil man viele Prozesse gleichzeitig ausführen muss, was aber schwierig ist in der Embedded Device. Dafür bräuchte man nämlich einen Riesenhaufen verschiedene dieser Geräte. In unserem Paper evaluieren auch verschiedene Strategien, um das Fuzz-Testing zu unterstützen. Und beispielsweise Binaries umschreiben. Und am Ende wollen wir etwas vorgeben, etwas die Richtung vorgeben, indem wir Avatar 2 verwenden, um partielles oder volles Firmware-Emulieren zu ermöglichen.
Für das Paper hatten wir ein Setup mit zwei Zielen. Einerseits ein STM32-152RI DevBoard, das habe ich hier, und das ist ein ziemlich gutes Board mit netten Features, das direkt ein JTAG-Interface embedded hat und einen USB-Zugang bietet. Das andere Target, das wir verwenden, ist Panda, das Reverse Engineering Framework. Als Zielsoftware für unseren Test haben wir XPath, eine instrumentierte Version von XPath, mit künstlich eingefügten Vulnerabilities verwendet. Die Initialisation der Geräte lief auf dem Physical Board und die Emulation des Main Loops geschah innerhalb von Panda. Wir haben 5 Panda-Plugins verwendet zur Analyse, welche verschiedene bestehende Techniken nachgemacht haben. Wir haben etwas gehabt, das war ähnlich wie eine Shadowstack-Implementation. Und wir hatten etwas, was die Heap-Konsistenz überprüfen will, indem es malloced, freed und reallocked Objekte trackt. Und der große Vorteil von diesem Vorgang ist, dass man die Firmware nicht modifizieren muss. Wir haben 100 Fuzzing-Sessions je eine Stunde gemacht mit ganz unterschiedlichen Setups. Wir haben als Baseline das Board selber genutzt. Wir haben partielle Emulation mit IO-Forwarding gemacht, partielle Emulation mit Avatar 2 Peripherals und volle Emulation. Und wir konnten damit zuvor unentdeckte Fehler finden, und die volle Emulation hat bessere Performance gebracht als das native Fuzzing, weil beim Emulieren können wir den Clock Speed des Devices höher setzen als auf dem tatsächlichen Gerät. Die nächste Demo ist ein Teil dieser Arbeit. Das ist eines der Features, das man hat, wenn man Panda verwendet. Das ist speziell cool, weil wenn man ein Embedded Device analysiert, muss man das Device physisch dabei haben. Aber wenn wir Panda nutzen, können wir eine Ausführung davon aufnehmen und später wieder ausführen im Emulator, ohne dass man das Gerät präsent hat. Also, schauen wir die Demo an. Damit ihr es mir glaubt, die Software hier ist tatsächlich der XML-Parser, wie gesagt. Wir schauen uns hier den seriellen Output an und schreiben da XML. Und da haben wir die XML-File da wieder rausgegeben und dann den Documentary dafür gekriegt. Das funktioniert also. Also schauen wir uns das Avatar 2 Script an für das. Das ist etwas komplexer als die zuvor gesehenen. Wir definieren zwei Ziele, Target und OpenOCD. Wir bereiten hier mehrere Memory Ranges vor für Read-Only, für RAM, für und mehrere für Memory Mapped I.O. Und damit wollen wir das Serial Interface mit einem Avatar Peripheral emulieren. Und hier als Beispiel das für die Orchestration Plugins. Wir starten es, wir führen einen Übergang aus und dann starten wir die Orchestrierung. Und hier, sobald diese Adresse beim Ausführen erreicht wird, wird diese Zustandsveränderung durchgeführt und wir gehen vom Nucleo zum eigentlichen Board. Und hier wechseln wir zu einer IPython Shell bei der Ausführung. Und dann wird dann in dieser IPython-Shell
weiter ausgeführt. Die Demo macht hier gerade nicht mit. Das GDB-Protokoll kann nicht verbinden. Da habe ich jetzt keine Zeit dafür, das zu debuggen. Glaub mir, das funktioniert. Gelächter und Applaus. Und ich habe schon ein paar Aufzeichnungen vorbereitet, welche beeindruckend unspektakulär sind. Diese hier führt Panda aus mit einer konfigurierten Maschine, mit den ausgelesenen, generierten Konfigurationen. Mal schauen, ob zumindest der Replay funktioniert von einer zuvor ausgeführten. Voilà, der Replay wurde korrekt ausgeführt. Wir sehen hier einige Debug-Messages, die herauskommen. Okay, weiter. Das letzte Beispiel, was ich euch zeigen werde, ist immer noch Work in Progress, wo wir die symbolische Ausführungen nutzen wollen, um komplexe Software mit Avatar zu analysieren. Wir sind hier noch nicht fertig. Wir haben einen Bug in Firefox eingefügt und das komplett innerhalb von GDB ausgeführt, bis wir die betroffene Funktion gefunden haben, und Anger selber könnte so komplexe Software nicht ausführen. Wir analysieren einen einzelnen Thread, und sobald wir die interessante Funktion treffen, extrahieren wir das Memory Layout aus GDB und kopieren nur dieses Layout in Anger rein, während die eigentlichen Speicherinhalte Copy and Read sind. Also wenn Anger die lesen will, dann wird es rauskopiert vom Firefox. Und wir machen das so, weil wenn wir das ganze Memory dumpen würden, dann würde es den RAM sprengen. Und wir verwandeln Funktionen die Funktionsargumente in Symbole und führen dann aus. Wir hatten hier ca. 10 Minuten Ausführungszeit, 36 Blöcke ausgeführt, 21 Speicherseiten gelesen und wir haben den Bug gefunden. Wir hatten jetzt 5 Beispiele gesehen, einmal dynamische Instrumentierung mit GDB, einmal mit PLC, Fault-Erkennung mit einem Entwicklungsboard und Panda, Aufzeichnen und wieder abspielen auf einem Entwicklungsboard, was wir nicht gesehen haben, nur das wieder abspielen, und symbolische Ausführungen mit Firefox und GDB. Die meisten dieser Dinge werden spätestens nächsten Monat verfügbar sein. Um zusammenzufassen, dynamische Firmware-Analyse ist immer noch ein sehr schwieriges Problem. Ich werde nicht behaupten, dass wir es komplett gelöst haben, aber Avatar 2 versucht, einige dieser Herausforderungen anzugehen und den Stand der Technik zu verbessern. Dass man viele Frameworks und Emulatoren zusammenarbeiten lässt, ist ein Konzept, was nicht nur auf Firma zutrifft, sondern auch für Desktop. Analyser wäre das ganz gut. Da es tatsächlich das Ende des Jahres ist, machen wir ein paar Pläne für das nächste Jahr. Wir wollen unsere Entwicklung auf GitHub bewegen. Das ist ein bisschen doof zurzeit, weil wir unser privates Repository dafür haben und das ein bisschen schwer zu synchronisieren. Außerdem wollen wir mehr und mehr Targets hinzufügen. Falls ihr uns helfen wollt oder falls ihr eine Frage habt, kontaktiert uns auf IRC
via E-Mail oder einfach direkt mit mir zu reden. Außerdem suchen wir vielleicht nach Leuten, die unser Team joinen könnten. Insofern möchte ich noch diesen Leuten danken und wir können zu Fragen und Antworten weitergehen. Thank you. And the first question goes to the internet. Okay, die erste Frage hier drin. So, also frameworks support also complex x86 system like the Intel ME. Funktioniert die Software auch für komplexe x86 Software wie die Intel Management Engine? Also das Framework selber führt keine Software selber aus. Es verwendet darunterliegende Tools, beziehungsweise andere Tools und Targets, um die Software auszuführen. Wenn ihr spezifisch GDB auf eurer Maschine verwendet, dann habt ihr ein passendes Tool. Was ihr wahrscheinlich machen müsst, ist die Registerdefinition etwas anpassen innerhalb der Architekturdefinitionen, innerhalb der Architekturabstraktionen, aber es sollte gehen. Nächste Frage, Mikrofon 4. Ich habe noch nicht von Panda gehört, aber man kann Ausführungen aufzeichnen und wieder abspielen? Das inkludiert auch partielle Ausführungen. Können wir da auch auf echten Devices hin und zurück springen? Ja, das kann man auch fürs Debugging verwenden. Ursprünglich ging es damit nur darum, Software zu reverse-engineeren, direkt auf dem Emulator ausgeführt wurde. Ich weiß nicht, wie weit die Entwicklung da ist, aber sie arbeiten daran, dass man das auch zum Debugging verwenden kann. Und im Generellen, während man das wiedergibt, kann man sich immer mit GDB oder einem anderen Tool da reinhängen und das für seine eigenen Zwecke analysieren. Danke. Hat das Internet noch weitere Fragen? Then we go back to microphone 4 again. Dann nochmal Mikrofon 4. First of all, als allererstes, ich habe zwei Fragen. Ist Panda jetzt veröffentlicht worden? Sie sind noch dabei, das Papier darüber zu veröffentlichen? Nein, Panda ist draußen. Ist offen, Open Source, und wir haben eine modifizierte, instrumentierte Version in Avatar 2, aber das kann man auf GitHub kriegen. Und zweitens, ich erinnere mich daran, dass es ein Problem mit Avatar 1 gab. Es war langsam. Und ich würde gerne wissen, was sind die Verbesserungen in Avatar 2 diesbezüglich? Das ist eine wunderbare Frage. Wir haben die Geschwindigkeit deutlich verbessert. Man hat es jetzt hier nicht gesehen in der Demo. Der Aufzeichnung der Ausführung hier. Aber sagen wir, in Avatar 1 war der Hauptflaschenhals die Speicherinteraktion mit physischer Hardware. Wir hatten einige Benchmarks. Das Transferieren von 40.000 Pages hätte in Avatar 2 bis 5 Minuten gedauert und hier hat es ein paar Sekunden gedauert. Ist eine wahnsinnige Verbesserung, aber immer noch nicht gut genug für Echtzeitanwendungen. Okay, next question goes to microphone 2. Okay, nächste Frage bei Mikrofon 2. Hi. Nächste Frage bei Mikrofon 2. Embedded systems rather often have real-time components. Embedded Systems haben häufig Echtzeitkomponenten. Könnte man da zum Beispiel in FreeRTOS Thread reinhooken, um die nicht zeitkritischen Teile reinzuhooken? Ja, sollte möglich sein. Ich meine, generell müssen wir die echtzeitabhängigen Embedded Systems noch genauer anschauen. Wir haben das bisher außerhalb unseres Rahmens gehalten, aber wir wollen das in der Zukunft noch genauer anschauen.
maybe just working. Ich denke, die nicht zeitkritischen Teile, die könnten einfach schon funktionieren. Okay. Dankeschön. Yes, Internet. Okay, Internet. Hideos would like to know if das there Internet is a wüsste gerne, to the MIPS, wie das mit for MIPS support to Avatar 2. Wie lange das mit dem MIPS support braucht. Roadmap currently available. Gibt keine Roadmap im Moment. Wir haben damit begonnen, das zu implementieren. Wir arbeiten auf der Seite etwas daran, aber wenn jemand sich meldet und damit helfen will, dann sind wir noch so froh. Wir können euch sagen, was gemacht werden muss, um MIPS-Support zu ermöglichen. Generell, wir arbeiten dran. Sorry, ich kann dir da jetzt keine genauere Zeit sagen. Okay, any further questions? Okay, weitere Fragen? Nope. Thank you. Nein, vielen Dank euch allen. Please take your trash, refuse and other belongings with you and wash your hands. Dann danken auch wir euch, dass ihr uns zugehört habt hier in der deutschen Übersetzung dieses Talks.